prezioso del creatore, il quale ne ha disegnato gli ordinamenti intrinseci, dandoci così i segnali orientativi a cui attenerci come amministratori della sua creazione. Con l'arrivo di Benedetto XVI lascio ancora la parola a Mario Galgano della redazione tedesca della Radio Vaticana, con noi per seguire insieme l'incontro speciale tra Benedetto XVI e i pellegrini di lingua tedesca per l'odierna udienza generale. Il Papa saluta i pellegrini. Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Liebe Freunde, ich freue mich. Leider ist die Stimme ein bisschen lädiert, aber ich freue mich, den ganzen Innenhof mit Landsleuten aus Deutschland angefüllt zu sehen. Das ist ein besonderes Erlebnis. Herzlichen Dank. Seid alle herzlich willkommen. Besonders grüße ich die Ministranten, die Schülerinnen und Schüler und die Teilnehmer am Ferienlager in Ostia. Ich hoffe, ihr habt schöne... Ich hoffe, ihr habt schöne Ferientage erleben können, aber nach der Stimmung, die ich antreffe, müssen die Tage jetzt sehr schön gewesen sein und viel Freude in eurem Herzen hinterlassen haben. Und darüber freue ich mich sehr. Es sind ja Tage, in denen ihr die Schönheit der Schöpfung sehen konntet, das Meer und dann die Wälder und die Sonne und dazu hier den See mit den Bergen. Tage, in denen wir erleben, dass die Schöpfung ein Geschenk ist und dass wir dankbar für sie sein dürfen. Tage, in denen wir aber auch sehen, dass die Schöpfung bedroht ist. Der See nimmt ab und es gibt so vielerlei Gefährdungen. Es gibt die Waldbrände, wir haben gehört, wie in Griechenland rund um Athen die Wälder in Flammen standen. Die vielfältigen Bedrohungen der Schöpfung lassen uns nachdenklich machen. Und so möchte ich an diesem Tag gerade über unsere Verantwortung für die Schöpfung sprechen. Für die Kirche ist dies nicht eine Mode, sondern etwas, was aus ihrem Glauben selber folgt. Gleich im ersten Kapitel der Bibel im Schöpfungsbericht wird den Menschen die Schöpfung anvertraut, damit die Menschen sie zu einem Garten Gottes machen, nicht sie zu zerstören, sondern aus ihr alle die Möglichkeiten herausheben, die Gott in sie hineingelegt hat. Verantwortung für die Schöpfung gehört zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Und nur wenn wir die Dinge dieser Welt, unsere Erde als Schöpfung Gottes ansehen, können wir auch zur rechten Verantwortung kommen und finden, dass die Signale des Guten uns in der Schöpfung selbst gegeben werden. Und daran denken, dass auch der Mensch Geschöpf ist, dass auch der Mensch mit sich nicht beliebig umgehen kann, sondern dass er sich in der Verantwortung vor dem Schöpfer verstehen muss. Und wenn der Mensch mit sich selbst recht umgeht, geht er auch mit dem anderen recht um. Und wenn er mit dem anderen recht umgeht, dann steht er auch in Solidarität mit der ganzen Erde. Aber dies alles setzt voraus, dass wir den gemeinsamen Vater kennen, der uns alle geschaffen hat, der uns alle in der geschwisterlichen Solidarität will und der will, dass wir die Welt so bauen, dass sie Lobpreis Gottes wird. Darum geht es, und das ist ein Punkt, den ich auch in der Enzyklika über Caritas und Veritas, über Wahrheit und Liebe angesprochen habe, dass die Entwicklung des Menschen, der Fortschritt, all dies nicht geschehen kann, wenn wir nicht immer dahinter auch die Logik Gottes selbst sehen, wenn wir nicht in der Verantwortung vor Gott miteinander stehen.
Nur dann werden wir die großen Probleme der Zukunft und der Gegenwart der Menschheit lösen. Das Problem des Hungers, das Problem der Korruption, das Problem der vielfältigen Armut. All dies fordert uns heraus, von Grund auf fordert unsere Vernunft und unseren guten Willen und fordert zuallererst, dass wir auf den hinschauen, der die Welt gebaut hat, der unser Richter und unser Retter ist. So möchte ich mit euch die Freude teilen, dass wir eine schöne Erde haben, dass ihr schöne Tage erleben dürftet und euch zugleich bitten und aufrufen, dass wir immer mehr den Schöpfer im Auge haben, von da aus uns selbst verstehen lernen, von da aus den anderen annehmen lernen und so in Verantwortung für die Zukunft handeln, dass die Zukunft eine menschliche Zukunft sei. Und wahrhaft menschlich ist sie nur dann, wenn sie göttlich ist, wenn wir im Menschen das Bild Gottes sehen und in der Schöpfung den Abglanz seiner Güte. Bitten wir den Herrn darum, dass er unsere Augen, unsere Herzen öffnet und auch die der anderen, und dass es so zu wirklichem Fortschritt, zu wirklicher Solidarität in der Welt und unter uns allen kommt. Bitten wir zum Abschluss das Vaterunser, und weil Singen dreimal beten ist, wie die Väter sagen, singen wir es in Latein in der gemeinsamen Sprache der weltweiten Kirche. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Der Name des Herrn sei gepriesen. Ja. Nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schöne Tage noch in Rom, gute Heimkehr, alles Gute allen, Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute. Anche la parte